der Dreh- und der Angelpunkt meiner Auseinandersetzung mit dem Stück war eine disparate sogenannte Patchwork-Familie. Und der Familienoberhaupt im Stück, Mahmud, führt ein höchst prekäres Familienleben mit zwei Frauen, mit zwei Söhnen. Und als er eines Tages entscheidet, seine Lüge zu beichten, stürzt er seine ganze Familie in die größte Lebenskrise. Die Barockoper ist per se sehr formal und die Klangfassade ist sehr glitzernd und wirkt auf den ersten Blick hoch artifiziell. Das heißt für mich als Regisseurin, dass ich die Tür der Klangfassade aufbrechen muss und hinter die Fassade gucken muss, um die nackten Figuren zu finden oder beinahe zu erfinden. Also auf der Bühne sehen wir einen großbürgerlichen oder bürgerlichen Lebensraum, aber dieser Raum bietet den Mitgliedern nur einen scheinbaren Schutz. Er ist zutiefst fragil. Dieser Raum hat weder innen noch außen, die Grenzen verschwimmen. Dieser Lebensraum einer bürgerlichen Familie ist in Auflösung begriffen und obsolet, vielleicht wie das heutige Patriarchat selbst. Es gibt mehrere Kerne im Stück, aber für mich ist der Kern doch diese komplizierten Beziehungen der Familienmitglieder mit ihren Machenschaften, Rivalitäten, Wunden, Sehnsüchten und Verlustängsten.